Okay, Leute, ich bin jetzt ein Stück weiter gelaufen. Ich komm hier raus. Und, ja. Hier, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Könnte sein, dass wir ein Problem haben. Ich wollte einfach schon mal zum Punkt laufen, wo wir hin müssen. Ja, war eine sehr gute Idee. Nee, ich will den nicht bekämpfen. Ist er. Na, ich hoffe einfach mal, dass er uns nicht sieht. Bitte. Du hast mich nicht gesehen. Er hat mich gesehen. Okay, Leute, wir rennen mal ganz schnell weg. Hier habe ich gehört. Er sieht. Bitte was? Er sieht mich nicht. Ey, du siehst mich nicht. Hallo. Geh weg. Leute, was habe ich nur getan? Ganz kurz, ich müsste gleich ganz kurz gucken, wie man sich heilt. Es ist jetzt kein Scherz. Wirklich 2 Wochen her, seitdem ich das letzte Mal Horizon Zero Dawn aufgenommen habe. Es tut mir auch leid, dass die letzten Tage kein Horizon Zero Dawn Video kam. Kam einfach nicht dazu. Ja, Kuh, auf Kuh heilt man sich. Okay. Gut. So wird's gehen. Ja, also ich weiß nur, dass wir da vorne hin müssen. Was ist das da? Ey, das war so ein Fehler. Ach komm, wir laufen einfach. Okay, er hat mich nicht gesehen. Ey, jetzt muss ich den Himmel muss ich abscannen, den Boden muss ich aufpassen. Das hilft bestimmt weiter. Oh, das ist ja grauenvoll. Genau. Es tut mir leid, dass die letzten Tage einfach, nein, du siehst mich nicht. Kein Video kam. Ich kam wirklich nicht dazu aufzunehmen. Ich war auch irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte nicht diesen Drang, Videos aufzunehmen. Ich weiß nicht. Ich habe auch heute extra, oh, es laggt. Es tut mir leid, dass die Aufnahme laggt. Wie viel laggt es denn? Ich habe neue Aufnahmeeinstellungen drin und dementsprechend. Ich weiß aber nicht, woran es noch liegen könnte. Ich kann das nicht runter machen, weil dann verbuggt sich der Rest vom Computer. Doch, das ist wichtig, glaube ich. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt, dass Sachen im Hintergrund verschwinden. Nee, da gehen wir auf Mittel. Ja, und das so. Ja. Es tut mir leid, dass es laggt. Ich habe komplett neue Aufnahmeeinstellungen in der Hoffnung, dass es besser aussieht. Scheint aber nicht so zu sein. Wir gehen hier am besten durchs Wasser nach drüben. Und gehen dann wieder hier rein. Genau. Ich habe nicht mehr diesen Drang verspürt, Videos aufzunehmen. Ist ja auch so, heute streame ich gar nicht. Es ist heute Samstag, an dem ich nicht gestreamt habe. Der 12.2. Schwafel hier nicht rum, such lieber. Sehe ich auch so. Ja, ich nehme das mal als einen Treffer. Da hinten werden mich schon nicht sehen. Der hat ein bisschen was für mich.
Ich werde jetzt nicht alle durchsuchen, weil ich will ans Ziel kommen und möglichst ohne zu sterben. Dementsprechend ducke ich mich, weil da ist schon wieder so ein fliegendes Monster. Wie weit ist es denn noch? Ja, wir müssen noch durch diese komplette Flugzone. Und dann hier bei diesen Tentakeln. Hier, seht ihr das vor uns? Da müssen wir hin. Boah, jetzt sieht das so... Was ist denn mit dem Busch da los? Du bist auch keine gewöhnliche Blume. Der Busch ist ein bisschen verbuggt. Metallblume. Ja, ich komme da nicht durch. Also, außer es gibt den größten Umweg hier der Welt. Aber ob ich das will? Also, ich will auf jeden Fall nicht gegen eines dieser Viecher kämpfen. Da wäre ein Lagerfeuer. Das ist halt schon arg verlockend. Oh, hier ist so... Oh. Ihr könnt mich nicht sehen. Ich bin am Lagerfeuer. Ich bin safe. Oh doch, der kann mich sehen. Und das sogar gar nicht mal so schlecht. Du kommst jetzt aber nicht hierher, oder? Bitte nicht. Oh, Leute. Es gibt schon wieder Dropped Frames. Mann, ich will meine Aufnahmeeinstellung nicht ändern. 18%. Ey, es tut mir so leid. Warum ist das so krass? Warum zieht das Spiel so viel Performance? Einfach die ganze Zeit zu 100% ausgelastet. Warum? Ich habe die da links gesehen, da will ich auch nicht hin. Ich schieße den nicht an, ich wollte nur... Ist das ein Panzer? Der sieht halt so richtig schlecht aus, weil... Wenn ich mehr über diese Maschinen erfahre, kann ich sie vielleicht überbrücken. Irgendeiner hat mich gesehen, nein. Lanzen. Ah, hier kann ich ein bisschen sneaken. Das sind alles Lanzenhörner, okay. Ihr da hinten, ihr könnt mich gar nicht sehen. Nein, was ist das denn? Da läuft ein Typ und der hat so ein Dings dabei. Da ist so ein Typ und hinter dem läuft ein Verdorbener her. Was ist denn da los? Ich kann dort keine Fokusse feststellen. Das solltest du wohl allein regeln können. Nur zu. Danke. Allein. Na gut. Dreh dich um, dreh dich um. Boots! Nein. Ja, schön, dass ich jetzt keine Munition mehr habe. Warte, also das ist so... Jetzt sag bitte nicht, dass es das war. Hinter dir. Oh. Oh, lol. Was habt ihr da rausgeholt? Ja. Wenn ich wüsste, was das ist, würde mir das helfen. Oh, es ist düster, Mann. Ich hasse es. Ich hasse das total, wenn das hier düster ist. Ich hasse es. Es ist schlimm, wenn es in Videospielen Düsternis gibt.
Hier rutsche ich out of frame, es tut mir leid. Dann rutsche ich doch noch ein Stückchen dahin. Es tut mir auch leid wegen der Frames, das wird sich in der nächsten Folge wieder bessern. Ja. Toll. Weiß nicht, warum das so doof ist. Aber es ist halt so. Ich habe total Grafikeinstellungen rausgenommen und bin nur ein einziges Ding höher hier beim Aufnehmen. Und das macht so einen Unterschied, das ist der Wahnsinn. Eines Metallteufels. Super. Ich finde das gar nicht mal so uncool. Also, dieses... Das sieht so aus, als kommt es aus unserer Zeit. Und das hier ist halt einfach so... Ich hoffe, es erwacht nicht zum Leben. Das ist ein Bunker, okay. Der schnellste Weg nach unten. Einfach ein normaler Pfeil. Möge der Schatten dich verzehren. Da ist noch einer. Oh, drin sind sie auch. Das war's. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Ja, wäre vielleicht gut. Wiederholen Sie, Lieutenant. Er ist durch. Titan ist durchgebrochen. Nähert sich. Bitte, was ist Titan? Das war nicht der Deal. Und ist wütend. Wir sitzen hier fest. Er schlägt glatt durch uns durch. Wir müssen die Stellung halten. Und die dann abwehren. Ein Kampf. Eingefroren im Eis. Und in der Zeit. Da ist noch eine. Titanenwarnung. Wir machen's wie beim Akron. Die Basis. Kriegst du alles mit, Silence? Silence? Hey, überhaupt nicht weird oder so? Titanenwarnung. Wir machen's wie beim Akron. Die Basis blockiert ihn. Dann greifen wir an und zerlegen ihn komplett. Operation Enduring Victory. Was bedeutet das? Was auch immer das sein sollte. Es ist wohl nicht alles gut gelaufen. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber ich weiß, dass hier Sachen sind, die könnten aus unserer Zeit kommen, irgendwie. Es sieht aus wie halt so... Ihr seid nichts mehr, ja. Okay. Ach, das steht hier. Operation Enduring Victory. Also, wir haben irgendwas gewonnen. Sehe ich das richtig? Wir gehen mal hier weiter. Ja, ob das so eine gute Idee ist, sich einfach irgendwo hier lang zu hangeln? Ich weiß es ja nicht, vor allem, was ist hier? Will ich hier runter? Ah, eigentlich nicht. Wobei man könnte. Aber wir folgen erstmal straight up dem Weg. Weil... Ah, ich mache mir da schon... Wir haben die Soldaten wohl geschlafen. So ähnlich wie in der Hütte in Mutterherz. Protokoll 3. Kampf California Marina. Der Schwarm kam vom Pazifik und ich weiß nicht, ob es Freiwillige waren oder die verrückte 15. Aber sie zündeten den Müllstrudel an. Mann, das Meer stand in Flammen. Das Zeug war... Die ersten Bots waren bedeckt von brennendem Schlamm. Das brachte uns ein oder zwei erfolgreiche Stunden. Dann hatte der Schwarm alle... Wir lockten sie ins Inland und weiter Richtung Kalm. Ich darf nicht zoomen, dann hört das auf zu reden. Okay, Entschuldigung. EMP ein. Das übliche Prozedere. In Kalifornien war ich zuletzt mit 5, 6... Ein Licht wie der Social Net Nostalgiefilter, den es in den 40ern gab.
Okay. Das scheinen extrem alte Aufnahmen zu sein. Kampf California Marina. Der Schwarm kam vom Pazifik und ich weiß nicht, ob es Freiwillige waren oder die verrückte 15. Aber sie zündeten den Müllstrudel an. Mann, das Meer stand in Flammen. Ja, wir hatten das schon. Die ersten Bots waren bedeckt von brennendem Schlamm. Metall? Das brachte uns ein oder wie zwei erfolgreiche Stunden. Dann hatte der Schwarm alles neu berechnet. Wir lockten sie ins Inland und weiter Richtung Kalmar. Ließen Gebäude auf sie fallen. Setzten EMP ein. Das übliche Prozedere. In Kalifornien. Perfekt. Wo muss ich hin? Ich könnte es mir denken. Wobei, genau wissen tue ich es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich immer weiter nach unten will. Also. Rotes Licht. Das heißt wohl kein Strom. Diese Drähte führen wohl zur Stromquelle. Oh, ich will nicht. Hallo. Es ist düster hier. Das ist schon wieder 3 Frames. Wie viele sind's? Ah, 19. Das mit der Folge tut mir natürlich leid. Es wird sich in der nächsten Folge wieder ganz normal sein. Das Video wird gut laufen. Die Videoqualität lässt sich drüber. Okay. Hätte nicht gedacht, dass man das schafft, aber okay. Das habe ich nicht mehr gesehen, seit ich klein war. Muss eine Art Code sein. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Bereich. Ach hier! Vielleicht das da. Nee. Soll man darunter dürfen? Da gäbe es eine Leiter. Na gut. Sind alle oben. Auch alle. Super. Ich soll die Sachen hier scannen. Ah. Okay. Das ist interessant. Was? Nein. Ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Was? Nochmal bitte. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Und das nach unten. Eigentlich müsste das stimmen. 3 Leitungen, 3 Quellen. Das ergibt eine. Jetzt muss ich das bei jedem so machen? Probier's einfach mal. Wird bestimmt schon richtig sein. Achso. Oben, oben, unten, unten. Ja, macht Sinn. Und 2. Noch eine. Ja, die ist ja oben, oder nicht? Bevor ich was übersehe. Nein. Okay. Vielleicht falsche Seite. Ja. So gehe ich auch immer eine Leiter hoch. Oben, unten, links, rechts. Oben,
Unten. Links, rechts. Fertig. Das war's. Klingt zumindest so. Okay. Ich dachte, ich komme hier vielleicht rüber. Nein, tue ich nicht. Okay, immerhin wissen wir das jetzt, ja. Das ist eine vielleicht vermutlich wichtige Info. Okay, dann laufen wir mal hier hin. Und Tür öffnen. Perfekto. So wünsche ich mir das. Darauf erstmal einen verdienten Schluck Wasser. Jemand Werkzeuge und ich höre Stimmen. Mehr Eclipse. Es muss noch einen Eingang geben. Oh, hier gibt's was zum Looten. Ja, finde ich toll. Eine Art Energiezelle. Wozu die wohl gut ist? Ein Inventar. Mal ganz kurz gucken hier. Was haben wir denn? Nein, hier Rohstoffe. Was haben wir gerade gesammelt? Bitte frag mich nicht, was das ist. Ah, einfach nur Bonusgegenstände. Okay. Fesselt Maschinen für 90 Sekunden. Nimm damit Maschinen kurzzeitig aus dem Kampf oder erleichtere das Ziehen auf Maschinen. Okay. Schockfalle. Ganz würde Sachen. Questbuch. Erkunde den Grabhort weiter. Ja, das hatte ich vor. Im Notizbuch gibt es neue Datenpunkte, die ich mir alle anhören könnte. Sammelobjekte. Ah, okay. Hier hat also kein besonderes Ding, das ist einfach nur ein Sammelobjekt. Maschinenarten gibt es bestimmt auch was Neues. Genau, die Graser. Oh Gott, da müssen wir mal alle durchgucken. Naja, ich gehe mal jetzt so durch. Und genauer schauen wir uns die dann nach dem Let's Play an. Okay, und die sind wahrscheinlich vom DLC. Der sollte eigentlich auch mit inclusive sein. Leute, heute ist der wievielte? Der 12. Leute. Müssen wir hin. Was wollte ich gerade sagen? Ist das schon die ganze Zeit so mit dem... Ey, wenn das die ganze Zeit schon so ist. Heute in 6 Tagen kommt Horizon Forbidden West raus. Für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Falls ihr das kaufen wollt, macht das gerne über Instant Gaming. Bitte sagt mir nicht, dass das ist schon die... Ich hab auch da... Also heute stimmt irgendwas nicht mit mir, Leute. Ich weiß nicht. Ich hab das total alles vergessen. Das ist heute die schlechteste Aufnahme seit Jahrzehnten. Und oh mein Gott, ich lagge ja total auch beim Sprechen schon. Nur Waffen. Ja, das finde ich jetzt aber nicht so gut, dass ich da schon lagge. Tut mir leid, Leute. Seht mich nicht. Hallo? War vielleicht eine schlechte Idee. Ich hab den sowas von getroffen. Wenn wir nicht... Heilung! In Deckung bleiben! Ja, klar. Also, wie oft muss ich ihn eigentlich treffen? Okay, wir haben ein paar Probleme. Ja, klar. Schön, dass ich keine Munition mehr habe. Bin so tot. Ah.
sonst ist hier keiner mehr. Es könnte sein, dass ich kurz vor tot bin. Oh, hier gibt's aber schön Heilung. Ja, heute ist die unprofessionelle professionelle Folge seit 10 Jahren. Erschreckt mich halt noch mehr. Vielen Dank dafür. Warum schieße ich mit diesem Ding? Ey. wir hatten... auf 3. In welchem Menü kann ich das wechseln, bitte, was da unten ist? Hier ist gut. Ist das? Einfach so eine blöde Falle, die danach weg ist. Super, wie tausche ich die gegen den Heiltrank aus? Ich weiß nicht, wie ich das austauschen kann. Das freut mich. Ja, da gucke ich mal ganz kurz in den Einstellungen nach. Heute ist die schlimmste Folge von allen. So unprofessionell heute gestartet. Ausweichen. Interagier Fokus. Ah, mit Ted. Dankeschön. Was mache ich jetzt mit denen? Die kann ich nicht mehr mitnehmen. Ja, dann ist das halt so. Was ist das überhaupt für Zeug, mit dem die mich abwerfen? Ganz weird. Hier, ich glaube, das ist irgendein Ziel oder so. Es hat unendlich Schuss. Es hat safe nicht unendlich Schuss. Die Waffe wechseln. Ja, hat es auch nicht. Okay. Ich durchsuche. Ich. Oh, 10 Wüstengläser. Okay. Also ganz, ganz weird. Nur so nebenbei. Warum sind die alle hier unten? Was ist hier so besonders? Also, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe auch nicht, wie ich mich hinsetzen konnte und diese Folge heute aufnehmen konnte. Die ist ja so laggy. Ey, es ist einfach alles ausgelastet, was ausgelastet sein kann. Ja, ich kann euch die Stats kurz vorlesen. Wir haben einmal 13% übersprungen und einmal 18% und einmal 11%. Einfach übersprungen. Die seht ihr im Video einfach nicht. Das ist dann ein Lag. Von. Ah ja, das ist auch ein Sprung, der ist eindeutig machbar. Darüber. So, wir geben mal ein bisschen Gas hier. Zack. Da, keine Ahnung. Da hoch. Ja, perfekt. Einfach irgendwelche Knöpfe drücken. Ich will meinen normalen Bogen. Und den bitte mit kompletter Munition reinziehen. Ah, hier ist einfach niemand. Was hier? Hier, das ist was fürs... Okay. Ja, ja, ich gehe gleich zu diesem Einsatztisch. Ich will auch noch gucken, vielleicht gibt es hier noch... Was? Scheint aber nicht so. Wenn man da hingeht, das sieht nämlich so aus, als würde da irgendwie was vor uns auftauchen. So eine Projektion, ein Hologramm oder sowas. Was ist das? Da
das? Ist. Eine Karte. Eine Karte wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? For real, die Leute 1000 Jahre in der Zukunft glauben, dass die Erde wieder flach ist. Boah, ich fühle mich schlau. Ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus. Von Weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharaoh-Roboter Australien. Sich über die Welt und das ist Deutschland irgendwo. Auf. Was ist das die Rote? Welt stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Okay, wir gehen mal weiter. Weil irgendwie hier geht gerade die Welt unter. Finde ich nicht so toll. Ah, Türen finde ich meistens auch nicht so toll. Hinter Türen ist meistens irgendwie Kampfgebiet oder so. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Das ist true. Ey. Hier gibt's einfach zu viel Loot. Jetzt auf I, damit ich ganz kurz Rohstoffe... Was ist das hier? Dieser seltene Gegenstand der alten Welt ist bei Händlern begehrt. Okay. 250 Holz, 250 Holz. Jo. Tschüss. Und tschüss. Ich glaube, Holz kriegen wir genug. Mal gucken, wann wir auf den nächsten Händler überhaupt wieder treffen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. Mal gucken, was uns dahinter erwartet. Ich wusste, es ist irgendwas Wichtiges. Es tut mir leid, dass es laggt. Machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Bitte nicht. Sonne und Schatten. Okay. Weiß er, dass ich hier bin? Und da ist es auch dann mal passiert. Es musste ja kommen irgendwann. Aber nun gut. Somit sind wir also gestorben. Ob ich das jetzt gut finde? Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich kann die Cutscene skippen, weil wir haben sie jetzt ja schon gesehen. Ja, F. Noch ein Kopesch. Und der hier ist schnell. G-Spur markieren, allgemein das Ziel. Jo, ich glaube, er hat mich gesehen. Wie soll ich denn da runterkommen? Hä? Ich verstehe es. Also das ist doch mal... ich bin selber überzeugt, dass es einen Weg gibt. Ich weiß ihn aber nicht. So, und jetzt habe ich keine Lust mehr, dieses ganze Zeugs da aus meinem Inventar rauszuwerfen. Jetzt nehme ich es halt einfach mit. Noch ein Kopesch. Und der hier ist schnell. Was heißt, dass er schnell ist? Ach, hier darf ich mich jetzt abseilen.
Ich glaube, er hat mich gesehen. Yo, wie lange muss ich denn hier ausweichen? Nein, ich kann doch nicht gegen 10.000 Gegner gleichzeitig kämpfen. Ja, come on. Ja, klar. Ey. Ey, ich hab Dark Souls 3 gespielt. Fand ich weitaus einfacher. Ja, klar. Finde ich ja cool, dass es Gegner gibt, die einfach unbesiegbar scheinen. Er hat gerade da durchgeschossen. Was ist das? Wieso kann er da durchschieben? Wieso kann der überhaupt irgendwas? Der ist unbesiegbar. Wenn wir jetzt hier nochmal sterben sollten, dann stelle ich auf den Story-Mode um. Dann schneide ich die Folge. Ja, also... Ey, wie denn? Ist kein Problem, Leute. Er schießt wieder die Großen. Ich finde es nicht gut, keine Munition zu haben. Ey, warum? Springer! Nur um das ganz kurz zu appreciaten, wir haben jetzt die Hälfte. Okay, wir haben langsam Probleme, mir gehen die Heiltränke aus.
mein Finger tut weh vom die ganze Zeit STRG drücken. Wenn das Game dann doch zum Schluss hin, also wenn wir jetzt nochmal sterben sollten hier, dann cutte ich euch das Ganze bis zum Ende des Kampfes und dann... Ja, wie denn? Ich drück doch! Ey, das ist so unfair. Kann ich das eigentlich auch jetzt ändern? Schwierigkeit. Sorry, perfekt. Es tut mir leid, Leute, aber ich bin kurz vor meinem Ende. Da wäre es dann schon Zeit, langsam mal zu hoffen. Mache ich mehr Schaden dadurch oder kriege ich weniger Schaden? Er ist doch gleich schon down. Ja, er brennt, glaube ich, raus. Okay, er ist down, Leute. Er ist down. Damals mussten gleichzeitig Hunderte davon bekämpfen? Ja, aber das war auch mehr als einer. Jo. Kein Problem. Ich habe ja gesagt, dass ich Zeugs rausschmeißen muss. Aber Leute, es ist schon spät. Und, weitermachen tun wir dann beim nächsten Mal mit besserer Videoqualität. Das tut mir immens leid. Bis dann, Leute. Und ciao.